Wir leben heute im sogenannten digitalen Zeitalter. Nachrichten, Informationen, Kommentare, Meinungen sind rund um die Uhr auf den unterschiedlichsten Kanälen verfügbar. Was sind seriöse Informationen und was Fake News? Und wie kann man beides unterscheiden? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Und wir werfen einen Blick in die Geschichte der Deutschen Gehörlosenzeitung. Damit herzlich willkommen bei Sehen statt Hören. ...6000 Zeitungen, Zeitschriften und Magazine und mehr als 500 Fernseh- und Radiosender gibt es in Deutschland. Außerdem natürlich das Internet, da ist das Medienangebot grenzenlos. Gut ist, heute können wir uns alle über alles weltweit informieren. Schlecht ist, die Informationsflut kennt keine Grenzen, darunter auch unzählige Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und gezielte Propaganda. Im 19. Jahrhundert, dem Zeitalter der Industrialisierung, ermöglichen technische Entwicklungen zum Beispiel den massenhaften Druck von Zeitungen. Durch die Erfindung von Telefon und Radio lassen sich Informationen schnell und für alle zugänglich verbreiten. Für die Gebärdensprachgemeinschaft ist das Jahr 1872 von großer Bedeutung. Da gründete Eduard Fürstenberg in Berlin die Zeitung »Der Taubstummenfreund«. Die erste Zeitung für Gehörlose mit Themen zu Bildung, Gebärdensprache und Gesellschaft. Komplett auf eigene Kosten. Mit einer Erstauflage von 500 Stück. Eduard Fürstenberg, selbst mit 4 Jahren ertaubt, war in seiner Zeit eine bedeutende Persönlichkeit für die Gebärdensprachgemeinschaft. Nach seinem Tod 1885 führte seine Tochter Anna Schenk den taubstummen Freund weiter. Der Taubstummenfreund war 40 Jahre lang die einzige Zeitung für Gehörlose. Wie es danach weiterging, hat Friedrich Waldo uns erzählt. Auf den kommen wir später noch zurück. Nachdem Fürstenberg gestorben war, entstanden viele neue Zeitungen. Die Deutsche Allgemeine Gehörlosenzeitung oder die Deutsche Gehörlosenwelt oder auch eine Sportzeitung. Also unzählige. Aber die meisten hatten nur ein kurzes Leben. Eine davon war sehr gut. Sie hieß Die Stimme. Sie war aus Leipzig. So ging es bis zur Nazizeit. Und dann wurde wieder eine einheitliche Zeitung verlangt. Damals hat der Reichsbund für Gehörlose in Deutschland die Abkürzung REGED mit seinem Vorsitzenden Fritz Albrechts verlangt, dass alle aufgelöst werden sollten und zu einer Zeitung zusammengeschlossen werden sollten. Mit dem Namen Der Deutsche Gehörlose. Diese erschien einmal pro Woche. Im Nationalsozialismus mussten sich ab 1933 die meisten Organisationen im Staat, also Parteien, Verbände, Vereine und Medien, den politischen Zielen der Nationalsozialisten anpassen. Die Nazis schafften die Pressefreiheit komplett ab und brachten ihre Propaganda unters Volk. Das wollten die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg für immer unmöglich machen. Die Macht über die Medien sollte nie wieder bei den Falschen liegen. Ihre Idee, ein unabhängiger Rundfunk für Deutschland. Das ist die Geburtsstunde der Öffentlich-Rechtlichen. Journalismus, der aufklärt. Informationen, Bildung, Beratung, Kultur, Unterhaltung. Fair, unabhängig und neutral. Bis heute ist das der Programmauftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Die staatliche Unabhängigkeit des Journalismus wurde bei der Gründung der Bundesrepublik im Grundgesetz verankert. Aber nun zurück zu Friedrich Waldo, der uns erzählt hat, wie in dieser Zeit auch die Deutsche Gehörlosenzeitung entstand. Die Deutsche Gehörlosenzeitung wurde 1950 gegründet. Das möchte ich kurz erzählen.
Und zwar im Januar 1950 wurde sie gegründet, vom Deutschen Gehörlosenbund in Düsseldorf, vom Präsidenten Karl Wacker und dem Vizepräsidenten Heinrich Siebmann. Beide hatten schon 2 Jahre vorher neue Zeitungen gegründet. Und zwar Karl Wacker, Blätter für Gehörlose in Süddeutschland, und Siebmann, die Gehörlosen-Sportzeitung. Und diese beiden bestanden schon seit 2 Jahren. Der Deutsche Gehörlosenbund hatte beschlossen, man müsste eine einheitliche Zeitung herausgeben. Und so haben beide, Siebmann und Wacker, ihre Zeitungen aufgegeben und sich zusammengeschlossen. Siebmann übernahm die Verantwortung für die wirtschaftliche Herstellung, weil der Gehörlosenbund selbst keine finanziellen Mittel damals nach dem Krieg hatte. Als ich 1950 nach Mülheim an der Ruhr kam, zu Herrn Siebmann, da war er gerade dabei, seine zerstörte Druckerei wieder aufzubauen. Und ich habe dort zuerst mal als Bauhilfsarbeiter gearbeitet. Musste Steine, Sand, Speis schleppen, rühren und so weiter. Aber es hat Spaß gemacht, es selbst wieder aufzubauen. Wir waren damit im August 1950 fertig und konnten die Druckerei neu in Betrieb nehmen. Mit alten Maschinen, die zum Teil aus dem Schutt ausgegraben und wieder in Betrieb gesetzt wurden. Die erste Nummer erschien im Juli 1950. Herr Siebmann hat noch bis 1974 mitarbeiten können. Dort, wenige Wochen nach dem großen Gehörlosensportfest in Mainz, verstarb er an einem Herzinfarkt. Die Gehörlosenzeitung wurde nach dem Testament von Herrn Siebmann mir übertragen. Er hat zwar auch gedacht, die ganze Druckerei den gehörlosen Verbänden zu hinterlassen. Aber dieser Passus in seinem Testament war nicht klar genug, sodass die Erben ihre Ansprüche geltend machen konnten. Friedrich Waldo war als Schriftleiter zur Deutschen Gehörlosenzeitung gekommen und wurde nach Siebmanns Tod 1974 auch zum Herausgeber. Den Sport übernahm Werner Cliever, der ab 1977 auch Mitinhaber der Zeitung wurde.
Nein, man kann ihn tauschen. Ein paar Truppe, nur die Hälfte und hinten eine Fülle. Friedrich Waldo hat die DGZ insgesamt 60 Jahre inhaltlich geleitet. Eine herausragende Leistung. 1981 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Und auch Werner Klever erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Beide arbeiteten über 40 Jahre zusammen. Auch wenn die DGZ schon seit 1974 formal unabhängig war, verstand sie sich damals doch eher als Mitteilungsorgan des Deutschen Gehörlosenverbandes. Aber was heißt das genau? Unabhängiger Journalismus und was sind journalistische Standards? Journalisten informieren Menschen über Dinge, die politisch, wirtschaftlich oder allgemein von Bedeutung sind. So können sich die Bürger eine Meinung über politische Themen bilden. Außerdem beobachten Journalisten die Arbeit der Politiker und kontrollieren sie auf diese Weise. Als Kontrollinstanz haben sie eine wichtige Aufgabe in der Demokratie. Aus diesem Grund gilt die Presse auch als vierte Gewalt. Die erste Gewalt ist die Legislative. Das sind die Parlamente, die Gesetze beschließen. Die zweite ist die Judikative, also Gerichte, die die Einhaltung der Gesetze kontrollieren. Die dritte Gewalt ist die Exekutive. Sie setzt die Gesetze um. Deshalb spricht man von der Presse als vierte Gewalt. In demokratischen Ländern wie Deutschland herrscht Pressefreiheit. Journalisten unterliegen keiner Fremdkontrolle und niemand darf ihre Arbeit behindern oder einschränken. Deshalb ist die Selbstkontrolle so wichtig und Richtlinien und Regeln, die für die journalistische Arbeit gelten. Diese Regeln stehen im Pressekodex. Das ist eine Sammlung von 16 journalistisch-ethischen Grundrechten. Als oberstes Gebot steht darin die Achtung der Wahrheit und der Menschenwürde. Weitere Punkte sind die Wahrung des Berufsgeheimnisses. Das bedeutet, die Identität von Informanten nicht preiszugeben. Redaktionelle Texte müssen klar von Werbung getrennt werden. Die Persönlichkeitsrechte jedes Menschen müssen geachtet werden. Und die Unschuldsvermutung gilt auch in der Berichterstattung. Das bedeutet, eine Person gilt so lange als unschuldig, bis ihre Schuld eindeutig nachgewiesen ist. Grundlage jeder journalistischen Arbeit ist eine saubere und gründliche Recherche. Die Fakten müssen stimmen und die veröffentlichten Inhalte müssen korrekt sein. Die Berichterstattung muss ausgewogen sein und unabhängig von politischen Parteien oder wirtschaftlichen Interessen. Um das zu gewährleisten, gilt in den meisten Redaktionen das Vier-Augen-Prinzip. Jeder Inhalt wird vor der Veröffentlichung von mindestens einem Redakteur noch einmal überprüft und gegengecheckt. Ein weiterer Standard, nicht nur eine Meinung in einem Artikel oder Bericht darstellen, ein Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachten und auch die andere Meinung zu Wort kommen zu lassen. Etwas, was Journalisten und Influencer oft unterscheidet. . 2009 geben Waldo und Klever die DGZ dann ab. An Wolfgang Rainer und Kerstin Rainer-Berthold. Der Verlag zieht um vom Ruhrgebiet in den Schwarzwald nach St. Georgen. Eigentlich war es mein Mann, der mich dazu gebracht hat. Erzähl du mal, Conny, wie wir die DGZ übernommen haben. Auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Gehörlosenbundes kürzlich in Frankfurt am Main habe ich erfahren, dass die Deutsche Gehörlosenzeitung Probleme hat, einen Nachfolger zu finden. Anfangs machte ich mir gar keine Gedanken darüber. Eine Woche später erzählte ich meiner Frau davon. Und nachdem weitere zwei Wochen vergangen waren, kam mir die Idee, dass meine Frau das doch übernehmen könnte. Sie arbeitet ja bereits ehrenamtlich für die Zeitung des Gehörlosenverbandes Baden-Württemberg. Also sagte ich zu ihr, du könntest das doch machen. Und du bist sofort drauf eingestiegen? Ja, anfangs haben wir schon lange diskutiert und überlegt, ob das die richtige Entscheidung ist und wie es gehen könnte.
Schließlich aber dachte ich, warum denn eigentlich nicht? Das klappt schon. Und hier sind wir. Auch wenn der Start nicht ganz einfach war. Im Moment verändert sich die Medienlandschaft ja sehr. Presse, Fernsehen, alles wandelt sich und das Internet macht alles immer aktueller. Machst du dir Gedanken über die künftige Entwicklung? Ja, ich möchte die Deutsche Gehörlosenzeitung an die modernen Möglichkeiten anpassen und auch eine Homepage einrichten. Und ich wünsche mir, dass die DGZ wieder die Zeitung für Gehörlose in Deutschland wird. So wie damals, zu Zeiten von Karl Wacker, als er seinen Verlag hier in Stuttgart hatte. Ich bin stolz, dass er quasi wieder zurückgekehrt ist. Einmal durch die Republik und wieder zurück. Genau. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg. Danke. 2014 holt Kerstin Rainer-Berthold mit Thomas Mitterhuber, einen studierten Kommunikationswissenschaftler, als Chefredakteur ins Boot. Unter der Führung dieser beiden wird die DGZ kontinuierlich zu einer modernen, professionellen und journalistisch unabhängigen Zeitung ausgebaut. Mein Kollege Thomas Zander hat Thomas Mitterhuber und Kerstin Rainer-Berthold getroffen. Grüß dich. Hallo, komm rein. Alles gut? Ah, hier ist also das Zentrum der Macht. Von hier aus kontrollierst und kommunizierst du also? Ja, das ist mein Büro. Ich habe ein Großraumbüro mit wuselnden Autoren erwartet. So ist es nicht. Das ist so, weil die Autoren freiberuflich arbeiten und aus verschiedenen Städten kommen. Mir reicht das kleine Büro hier. Für meine Arbeit, das Schreiben, brauche ich nicht viel Platz. Und das wahre Leben, die Geschichten, spielen sich da draußen ab. Hier bringe ich sie nur zu Papier. Schön. Seit du bei der DGZ angefangen hast, sind die Auflagenzahlen gestiegen. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist die professionelle Arbeit. Dadurch, dass ich Kommunikationswissenschaft studiert habe, bringe ich Grundlagenwissen mit, das meine Vorgänger nicht hatten. Die Umsetzung dieser Kenntnisse spiegelt sich in der journalistischen Arbeit wider. Das hebt die Qualität. Ich denke, das schätzen auch die Leser, die so das Gefühl haben, mehr zu bekommen. So haben sich die Zahlen positiv entwickelt. Stimmt. Da musste sich definitiv was verändern. Zunächst mal haben wir uns entschieden, sie in Farbe zu drucken. Aber auch die Auswahl der Themen sollte sich ändern. Waren es früher eher Artikel, die uns die Vereine geschickt hatten, so ist es heute umgekehrt. Ich schicke meine Autoren mit konkreten Aufträgen los, um unabhängig Themen zu recherchieren und von außen raufzuschauen. Das sind die wesentlichen Änderungen. Ein Thema, das alle Medienschaffenden und Journalisten seit ein paar Jahren beschäftigt, sind Fake News. Fake News kommt aus dem Englischen und bedeutet gefälschte Nachrichten. Fake News sind meist sehr bewusst hergestellte und verbreitete Falschinformationen. Sie sollen Meinungen manipulieren, von Sachverhalten ablenken oder negative Stimmung gegen bestimmte Menschen oder Gruppen machen. Meist geht es um aktuelle Themen, die viel Aufmerksamkeit bekommen. Über Social Media verbreiten sich Fake News besonders gut. Außerdem werden Fake News nicht nur von realen Menschen verbreitet. Mittlerweile werden auch Computerprogramme zur Verbreitung genutzt, sogenannte Social Bots. Mein Kollege Kilian Knörzer hat den Psychologen Dr. Oliver Rien gefragt, ob Gehörlose vielleicht besonders anfällig für Fake News sind. Ja, für mich sind Fake News wie Klatsch und Tratsch, was es schon immer gab. Was auch in der Gemeinschaft der Gehörlosen und Schwerhörigen schon länger ein Problem ist. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht genügend interessante Gesprächsthemen gibt oder die Gruppe zu klein ist.
Auch die fehlende Barrierefreiheit der Medien hat einen Einfluss darauf, denn so können Gehörlose und Schwerhörige Fake News nicht überprüfen und haben zu wenig Zugang zu anderen weiterführenden Informationen und teilen sie dann auch. Sie fühlen sich auch häufig ungerecht behandelt. Wenn sie dann eine Nachricht bekommen, die dieses Gefühl bestärkt, dann wird sie manchmal ungeprüft geteilt. In dieser Gruppe fühlt man sich von bestimmten Nachrichten auch besonders betroffen. Und durch Facebook und die neuen Medien, die Gehörlose verstärkt für die Kommunikation benutzen, werden Fake News eben auch schneller geteilt. Wahr oder falsch, Fake News oder Fakten? Diesen Unterschied herauszufinden ist auch Aufgabe von Journalisten. Aber welche Auswirkungen haben Fake News auf unsere Gesellschaft? Das haben wir Professor Hegelich von der TU München gefragt. Das ist eine ganz spannende Frage und das lässt sich einfach noch nicht richtig sagen. Auf der einen Seite muss man sagen, viele Leute lassen sich durch Social Media in ihrer politischen Meinung gar nicht beeinflussen. Also vielleicht hat das gar keinen so großen Einfluss. Auf der anderen Seite gibt es aber so ganz viele indirekte Einflüsse dann tatsächlich auch. Also dass zum Beispiel das Klima in den Diskussionen aggressiver wird, dass die Leute darüber vielleicht polarisiert werden oder vielleicht auch sowas, dass insgesamt ein großes Gefühl von Unsicherheit entsteht. Und Unsicherheit in einer Gesellschaft ist dann immer etwas, was auch von Populisten sehr gut genutzt werden kann. Klassische Medien wie Rundfunk, Fernsehen, Zeitung, also der klassische Journalismus, der von Journalisten betrieben wird, stehen immer wieder in der Kritik. Woher kommt dieses Misstrauen aus der Gesellschaft? Der eine Grund ist sicherlich, dass viele Leute auch einfach politisch unzufrieden sind. Aber noch darüber hinausgehend haben wir eine technische Entwicklung bei den sozialen Medien. Es kann ja jetzt plötzlich jeder selber Informationen senden. Und dadurch steigt die Anzahl der Informationen, die jeder wahrnimmt, so ins Unermessliche, dass man eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt. Man ist kognitiv überfordert. Und dann verfallen die Leute auf sehr, sehr einfache Regeln, wie sie dann entscheiden, was es war und was es nicht war. Und dann vertraue ich meinen eigenen Netzwerken und was ich aus meinem Netzwerk höre, da sage ich dann, das ist wahr. Und jede Gegeninformation dazu, sage ich, die ist dann falsch. Und dann habe ich so eine ganz starke Polarisierung von, das ist gelogen, das ist Fake News. Und auf der anderen Seite, wir sind hier die Vertreter des Heiligen Grals der Wahrheit. Fundierte Recherchen, seriöser, professioneller und unabhängiger Journalismus, Fakten sauber aufarbeiten und Fake News klar benennen. Das sind die Grundlagen für guten Journalismus. Und es ist ein Angebot an alle Interessierten, sich zu informieren und eine eigene Meinung zu bilden. Dafür steht heute auch die Deutsche Gehörlosenzeitung, an deren Spitze es im September 2022 einen entscheidenden Wechsel gegeben hat. Thomas Mitterhuber hat die Zeitung nach 8 erfolgreichen Jahren verlassen. Seine Nachfolge tritt Melissa Wessel an. In der DGZ keine Unbekannte. Hallo. Hallo. Schön, dass du Zeit für uns hast. Du arbeitest ja schon eine Weile als Autorin für die DGZ. Wie kam es dazu, dass du jetzt Chefredakteurin bist? 2015 habe ich begonnen, immer wieder Artikel für die DGZ zu schreiben. Anfang 2020 wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Rubrik aus aller Welt zu übernehmen. Ich war sofort bereit. Ein halbes Jahr später habe ich dann noch Neues aus Deutschland von Wille Felix Zante übernommen. Durch seinen Wechsel zum Gehörlosenbund wäre sonst ein Interessenskonflikt entstanden. Jetzt betreue ich schon über 2 Jahre die beiden News-Rubriken. Vor einem Jahr habe ich dann sogar schon einmal die Urlaubsvertretung für Thomas und eine komplette Ausgabe der DGZ übernommen. Natürlich mit großem Respekt vor dieser Verantwortung. Ich habe gleich gespürt, wie viel Spaß es mir macht und auch der Kontakt zu den Autoren hat gut geklappt. Im weiteren Verlauf habe ich immer wieder Vertretungen übernommen und dann auch die Verantwortung für den Kontakt zu den Autoren. Thomas hat mich in die Themenplanung mit einbezogen und so hatte ich immer mehr Verantwortung. Als er sich jetzt für eine berufliche Veränderung entschieden hat, fragte mich Kerstin Rainer-Berthold, ob ich mir vorstellen könnte, seinen Posten zu übernehmen. Ich habe sehr gerne zugesagt. Es ist eine große Ehre für mich und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Was dürfen die Leserinnen und Leser von dir erwarten? Was sind deine Ziele? Was sind deine Vorstellungen? Natürlich möchte ich das hohe Qualitätsniveau und die Professionalität, die Thomas in den letzten Jahren erreicht hat, beibehalten und weiter ausbauen. Außerdem möchte ich mich bei unseren Autorinnen und Autoren noch diverser aufstellen. Im Moment haben wir sehr wenige ältere Schreibende. Dadurch erreichen wir diese Zielgruppe auch nicht optimal. Ich wünsche mir ein breites Spektrum, von jung bis alt, die verschiedene Personengruppen abdecken, um alle Zielgruppen in der Community zu erreichen. Das wird ein wichtiger Prozess und ich bin gespannt, wie wir das umsetzen werden. Dazu habe ich noch ein paar andere Ideen, aber alles zu seiner Zeit. Du hast in den letzten Jahren in England gelebt. Erfordert deine neue Aufgabe die Rückkehr nach Deutschland? Nein. Also ich muss sagen, dass die Arbeit für die DGZ von England aus in den letzten 2-3 Jahren schon gut funktioniert hat. Außerdem ist es praktisch, dass die Deutsche Gehörlosenzeitung gar kein festes, offizielles Büro hat. Bisher hat die Zusammenarbeit online zwischen Berlin, dem Schwarzwald, München und England immer reibungslos funktioniert. Und so behalten wir das bei. Auch unsere Autoren sind über ganz Deutschland verteilt. Ich brauche nur Laptop und Internet. Melissa, vielen Dank für diesen Einblick und viel Erfolg für eure Arbeit. Ciao. Und wir von Sehen statt Hören freuen uns, auch weiter das einzige journalistische TV-Angebot in Gebärdensprache zu sein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.